Also es geht nicht darum zu zeigen, wie man ja vielleicht denken könnte, wenn man in einer Ausstellung Videoarbeiten und Fotografien zeigt, dass eben mit den bewegten Bildern die Videoarbeiten und Filme gemeint sind und mit den stillen Bildern die Fotografien. Geht eher darum, hier auch zu zeigen, dass in Kiarostamis Werk beides immer wieder auch einander durchdringt. Also dass die Fotos durchaus auch Bewegungsaspekte aufzeigen können. Gerade in der Serie Rain and Wind, wo aus fahrenden Autos heraus durch die Windschutzscheibe oder auch durch die Seitenfenster fotografiert wird, wo immer wieder auch Bewegung eine Rolle spielt, vielleicht in Form von Regentropfen, vielleicht auch einfach durch die Bewegung des Blicks über die Fotooberfläche. Anders ist es hier in der Serie Snow White. Diese Fotos, die wirken auf den ersten Blick eben sehr ort- und zeitlos, auf eine gewisse Art und Weise auch entrückt. Schaut man dann aber länger hin, dann erkennt man dann doch, dass auch diese Fotografien zeitliche Aspekte aufweisen. Es sind teilweise Spuren im Schnee zu erkennen. Und auch die Schattenwürfe der einzelnen Bäume sind sehr präzise wiedergegeben, sodass man dann letztendlich auch erkennen muss, hier spielt auch wieder der berühmte eine Moment eine Rolle, in dem dann eben der Schatten genau so ist, dass Herr Kiarostami gerade auch in dieses Bild oder in diese Fotografie passte. Spannend bei den Videoarbeiten ist zu sehen, wie sich auch, wir haben gerade über Stille und Bewegung gesprochen, wie sich hier auch Medien durchdringen, also dass Fotografie eine gewisse Rolle spielt, sieht man daran, dass der Bildausschnitt stets der gleiche bleibt, dass sich eben nicht durch Schnitte oder Zoom-Bewegungen das Bild verändert und letztendlich kann man, denke ich, sagen, dass es in allen drei Videoarbeiten, die wir hier in der Ausstellung zeigen, um das Bewusstmachen von Zeit geht, von zeitlichen Abläufen, weil es in allen drei Filmen so ist, dass die Zeit, die dort vergeht, also die im illusionierten Film oder Bereich des Filmes vergeht, die gleiche Zeit ist, die auch für uns als Betrachter dieser Arbeiten vergeht.